Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Ulcastors Schule. Nichts leichter als das. Haben aber noch eine ganze Menge an Gebiet hier aufzudecken, hier in dem Ulcaster-Gebiet. Also, das werden wir mal machen. Auch wenn uns wahrscheinlich viele Untote dabei in die Quere kommen werden. Und ich immer noch finde, dass Talisa mit dem Knüppel in der Hand ein bisschen interessant aussieht. Ich bin das hier so gar nicht gewohnt, dass mein Mage einen Knüppel in der Hand trägt. Normalerweise bin ich meistens auf Schwerter, Bögen, Speere und so weiter konzentriert. Ja, ein Char mit einem Speer wäre auch mal wieder nicht schlecht. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Talisa ist jetzt beleidigt, weil ich das gesagt habe. Deswegen geht sie einfach weg. Nein, nein. Schön da geblieben. Wir brauchen dich noch. Wir brauchen unsere Anführerin. Also übernimmt Minsk das Kommando und dann, ja, gehen wir mehr Schweinchen jagen. Die Todfeinde der Hamster. Oh, hallo Hobgoblin. Ein einzelner Hobgoblin hier mitten in der Pampa. Oh, Pfeile wenigstens. Und eine Einschläferungsschriftrolle. Also hier geht's schon mal. Okay, hier ist noch ein Hobgoblin. Das ist mal wieder einer von den Grauen. Und da läuft sogar ein Mann rum. Ja, du hast Stiefel dabei. Hast du Stiefel dabei? Oh, du hast dein Identifizieren schon verbraten. Aber Feuerpfeil kannst du identifizieren. Die Minsk nicht mehr wirklich tragen kann. Okay. Das ist eher schlecht. So. Dann muss er halt den einen Feuerpfeil. Oder machen wir es so. So rumschleppen. Schleuderkugeln sehen okay aus. Sieht alles noch okay aus. Gut. So, du Typ, du da rumläufst. Genau, du da. Noch ein Hobgoblin. Noch mehr Hobgoblins. Ein bisschen Geld. Wenn niemand besser geeignet ist. Oh, und einem Edelstein. So. Nebenbei, wir sind etwas angeschlagen und haben wahrscheinlich gar keine Heilung mehr übrig. Was? Nein. Ja, beinahe unter meiner Würde. Was willst du? Was hast du uns zu sagen, Wilko? Ich muss nach Am durchkommen. Es muss einfach sein. Baldurs Tor verlangt den sofortigen Stopp der Überfälle auf seine Kaufmannskarawanen. Ah, wieder mal einer, der denkt, dass Am dran schuld ist. Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass Am dasselbe von Baldurs Tor verlangt. Irgendjemand macht da einen Fehler, aber das Nachdenken ist nicht meine Aufgabe. Ich muss mich beeilen. Okay. Wieder ein Goblin, diesmal aber eine Elite. Au, eine Elite der Vergiftet. So. Für die Gruppe. Hast du uns beinahe unter meiner Würde? Was? Der Elite ist jetzt tot. Die haben ja leider keine Giftpfeile bei sich. So, wie kommen wir da hoch? Das ist die Frage. Kommen wir überhaupt da hoch? Das hier sieht übrigens alles nach eingetrocknetem Fluss aus. Wir kommen auf jeden Fall hier unten lang. Und da will ich auch gerne mal lang gucken. Ach, wir hätten auch, glaube ich, hier oben irgendwo durch können. Nee. Das sieht hier nur so von der einen Seite aus. Ja, Ulcaster ist ein etwas verworrenes Gebiet. So, ich sollte das so machen, sonst wird euch doch schwindelig, wenn ich die ganze Zeit so schnell scrolle.
Kaster ist ja ein etwas verworreneres Gebiet, so wie ich mich noch richtig erinnern kann. Da können wir uns also eine Weile rumtreiben. Bis wir alles abgegrast haben. Und gerade in solchen Gebieten sollte man alles abgrasen, weil wie ihr gesehen habt, wir haben einen Hauptkomplett mit Stiefeln gefunden. Du hast einen Identifizierzauber vorbereitet, sehr gut. Was haben wir hier? Noch ein Hauptkomplett Elite. Au. Ihr habt eine Aufgabe? Ja, Hira, wieder Gift heilen. Und da müssen wir wohl oder übel uns hier eine Ecke zum Rasten suchen. Am besten hier diese kleine Schlucht hier. In der sieht es einigermaßen sicher aus. Dort können wir nämlich nur von vorne dann angegriffen werden. Mercalli sieht nicht gut aus. Minz könnte auch etwas besser sein. Ihr habt wie befallen. So. Hallo Zombies. Gegen Zombies habe ich nichts, die geben Erfahrungspunkte und sind eigentlich ganz leicht tot zu kriegen. Was? Ja, ich wollte gerade eigentlich sagen, die könnte ich mal Untote vertreiben versuchen, aber Kalista ist da irgendwie anderer Meinung. So, hilft das was gegen die? Sie sind auf jeden Fall tot. Und Khalid hat den Level ab. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Eine Stufe höher. Große Schwerter. Einverstanden. Jetzt hat Khalid nur noch einen ETW von 10. Ja? So, neuer Schlafversuch. Ah, das hat diesmal geklappt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, jetzt extremes Kali-Teilen. Ja, mit zwei Heilern ist das doch schon mal viel angenehmer. So, und du nochmal eine Heilung auf Minsk. Und dann machen wir weiter. Gut. Talisa ist schon auf dem besten Wege, die erste Stufe, die Stufe 2 zu erreichen. Ah, ist Skelette. Na, zwei einzelne rumstreuende Skelette sind nicht so. Ist nichts von der Hammer. Auch wenn sie einen Hammer mit sich rumtragen. Mache ich sie trotzdem platt. So, hier könnten wir von dort oben lang und ich bin einmal im Kreis gelaufen, oder? Ne, hier war ich noch gar nicht. Doch, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Hier wäre auch noch ein Weg gewesen, okay. Gucken wir erstmal hier hoch, was es da noch gibt. Ob es irgendwo noch Höhlen gibt oder Lager. Wir wissen ja auch nicht mal, wo Ulcastors Schule genau liegt. Wir haben ja nur eine Regionskarte, keine Gebietskarte. Beziehungsweise die Gebietskarte, die fertigen wir selber an. Beziehungsweise Imoin versucht das. Die hat das meiste Geschick bei sowas. Die musste sicherlich bei Windrop ziemlich viele Karten kopieren. Ich glaube, dass in Kerzenburg auch genug Karten rumgelegen haben. Jo, hier ist noch ein Eckchen gewesen. Und dann können wir hier ganz hoch latschen. Aber hier oben scheint nichts zu sein. Das ist einfach bloß ein Hochplateau, wo wir in die Ebene gucken können. So.
Also heißt es jetzt wohl zurück nach hier und da lang weiterlaufen. Gucken wir mal kurz, ob bei allen alles soweit in Ordnung ist. Scheint alles okay zu sein. Ah, du Pfeile. Und von da hast du ja noch genug. Und du Schleuderkugeln. Ach, und du mal kurz identifizieren. Noch ein paar Stiefel der List. Davon haben wir doch schon welche. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das ein Bug oder warum haben wir ein zweites Paar gefunden? Ich weiß ja eigentlich, Karte, in dem Gebiet hier finden wir die Stiefel, die wir dem Dieb hier oben geben sollten. Jetzt haben wir hier einen Ulcaster, also dem Dieb, der uns ständig beklaut, mit dem wir reden. Jetzt haben wir hier in Ulcaster nochmal einen ähnlichen Hobgoblin gefunden, der uns nochmal solche Stiefel gibt. Steht darüber irgendwas hier? Dritzt. Hier. Ein nervtötender Dieb namens Zulong hat mir jedes Mal, wenn ich endlich etwas sagen wollte, die Taschen ausgeraubt. Aber ich möchte lieber kein Aufsehen erregen. Er erwähnt ein paar Stiefel, die ihm Hobgoblins in Ödland südlich der Stadt abgenommen haben sollen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich nur durch die Rückgabe dieser Stiefel Frieden mit dem Schließen meine Sachen zurückbekommen kann. Ja, und jetzt haben wir diese Stiefel zweimal gefunden. Also einmal direkt südlich vom Berikost und jetzt einmal hier im wirklichen Ödland. Und wir können mal kurz nach Süden gucken, aber da dürften wir nichts Großartiges sehen, genau. Nur das Gebiet, wo wir bereits waren. Gut. Und wir können hier nach oben. An dieser Stelle. So, Minz geht vor, gefolgt von Imoen. Wow, das könnte etwas böser sein. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Ja? Ihr folgt mal. Und du gehst mal auf ihn los. So. Gut. Kobold-Kommando. Nervige Zeitgenossen. So, ja, Jahira benutzt seinen letzten Halt. Zauber für Witz. Genau, hier geht Feuerpfeile einsammeln. Ja, ist aber okay, wenn wir zweimal Stiefel der List gefunden haben, auch wenn ich glaube, dass das jetzt ein Bug war. Dann können wir ein paar Stiefel abgeben und das andere Paar, das behalten wir. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Dann einfach netterweise. An Imoens Füßen. Dadurch können wir das wenigstens ausgleichen, dass wir ihr Schleichen nicht steigern. Und ich höre wieder einen Hobgoblin. Ein oder mehrere. So, hier ist wieder Ende im Gelände. Ah, den Streifen hier haben wir noch nicht aufgedeckt. Gehen wir mal dahin zurück. Ach, wie gerne ich jetzt Hast hätte oder einfach das. Auf der Map bewege ich mich schneller, aber auf der Map ist ja Pause. Deswegen gehe ich einfach mal hier rein, weil ich habe das Gefühl, dass man sich hier drin etwas schneller bewegt. So, die Schleuderkugeln kannst du mal wieder haben. Du identifizierst die Feuerpfeile, die Minsk nimmt. Jo.
ein paar Schuhe. Das sind Questschuhe, die kannst du haben. Kann von dir nicht getragen werden, kann von dir nicht getragen. Du könntest sie tragen. Wahrscheinlich, weil keiner von euch List benutzt.